Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Test zu Slider.io oder Slider.io. Dieses ist so ähnlich wie Agario.io, also Agar.io, ne, Agario. Jetzt haben wir Slitherio und das ist sowas ähnliches, nur dass man da eben keine Kugel ist, sondern einen Punkt. Und immer mehr Punkte fressen muss, um dann andere zu beballern und aufzufressen, indem man sie jagt. Sondern das ist so ähnlich aufgebaut wie das Spiel Snake. Das bedeutet, man muss Punkte fressen, sodass man immer größer wird. Und jetzt steht ja, deine letzte, längste Länge, die du erreicht hast, sind 238 Maßeinheiten. Ja. Da mir kein Ü setzen können hier, Ü geht nicht, wollte ich mich entweder so nennen oder wollte mal kurz ausprobieren, ob das geht. Fernseh, okay. Das geht. Gut. Dann probieren wir es einfach mal. Man steuert es wieder mit der Maus und es sieht viel moderner aus. Ist ein bisschen anders aufgebaut, wie ihr gerade seht. Unten links steht gerade der Platz, welcher Platz ich bin, meine Länge, welche Länge ich besitze. Oben rechts natürlich wieder das Leaderboard. Ja, was oben links steht, weiß ich gerade nicht so wirklich. Ich weiß gerade nur, dass Taylor Swift zweiter Platz ist. Ich finde das cool, dass jetzt der Platz mit unten steht, gerade sind wir Platz 295 von 512, 523, also die Plätze tun natürlich immer mal switchen. Und das ist zum Beispiel eine richtig lange, der gerade elektrisch geladen ist. Und man muss sozusagen, man darf nicht in die Seite, ne, eines Wurmes, vielleicht kriegen wir die Möglichkeit, bevor wir sterben, dass irgendjemand in unserer Umgebung das macht. Man kann ja nicht rausscrollen oder reinscrollen. Zum Beispiel dieser will uns fressen. Ne? So wie jetzt zum Bleistift. Man kann es selber in sich selber eben sich reindrehen und er hat es geschickt gemacht und so werden die ganzen auch größer. Ich war jetzt gerade noch nicht so groß. Hier ist ein Grüner gestorben anscheinend. Also die Ingame-Musik, die kommt von mir. Also es gibt wie in Agario hier auch keine Ingame-Musik. Oh, hier ist ein Gelber gestorben. Also ich kann das mal kurz zeigen. Oh, ist ein großer Roter. Oh, ein großer Grüner. In der Nähe von den Großen, da tut es ein bisschen ruckeln. Und zwar können wir uns so ineinander drehen. Habt ihr ja gerade gesehen. Ich glaube, einen spitzeren Winkel bekommen wir da nicht hin. Ja, und wenn ich hier gerade so schnell bin, das kann man, da verliert man aber auch Länge. Wenn man linke Maustaste gedrückt hält, wenn man rechte Maustaste gedrückt hält, passiert dasselbe. Also wenn man die Maustaste gedrückt hätte, wird man schneller und verliert aber gleichzeitig Punkte. Also nicht Punkte, sondern man verliert an Länge. Hier sind keine Punkte. Wir müssten jetzt gleich am Rand sein. Ja, genau, hier ist der Rand. Und zwar ist das jetzt eine Art Kreis. Und ihr seht unten, ich kann das mal kurz zeigen, hier unten seht ihr eine Minimap. Gab es bei Agario auch noch nicht. Ich habe lange nicht Agario gespielt. Es kann durchaus möglich sein, dass bei Agario
jetzt auch eine Minimap ist und das Ganze geupdatet wurde, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Aber wenn wir jetzt hier so am Rand sind, können wir so am Rand in Ruhe farmen. Es sei denn, im Rand will noch jemand in Ruhe farmen, wenn jetzt hier ein großer aufmucken möchte. Dü-dü-düm. Wenn ihr das Spiel kennt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Es gibt da immer Leute, ne, den kriegen wir nicht, die das Spiel noch nicht kennen, beziehungsweise auch Agario noch nie gesehen haben irgendwo. Ich weiß jetzt selber nicht, ich habe das heute einfach mal so entdeckt, im Netz. Das ist cool, dass die Augen der Maus nachgehen. Uiuiui. So, jetzt haben wir, glaube ich, unseren Rekord gebrochen. Hier ist jemand gestorben. Ein kleiner. Bewegen uns ja gerade wieder gegen Mitte. Das bedeutet, hier ist auch die Chance, gefressen zu werden, wieder höher. Deswegen bewege ich mich mal nach oben. Hier können wir was fressen. Das war ein langer. Oh ja, das war ein langer. Oder hat ja jemand einen Speed genommen wahrscheinlich. Ich finde es mal lustig, ob ich mal so einen fetten durchboxen könnte. Da kann es durchaus passieren, dass die Aufnahme abschmiert. Weil es ruckelt gerade schon wieder ein bisschen. Mir kommt gerade in eine Gegend, wo sehr viel los ist. Man kann sich auch, wie gesagt, verschiedene Skins machen. Verschiedene Flaggen gehen wieder. USA habe ich zum Beispiel schon gesehen. Wie man das so wirklich hinbekommt, weiß ich nicht. Oh, hier ist einer. Schade. Vielleicht können wir den ja mal einen Weg abschneiden, dass ihr seht, der ist jetzt ganz schnell gesprintet, ne? Den haben wir jetzt bestimmt bekommen, genau. Tun wir uns mal ja voll machen. So. Gehen weiter in die Richtung. Sind jetzt schon Platz 154. Ach, das ist sozusagen der Welt. Also oben links, was ich jetzt gerade meine, das ist der Weltrekord bis jetzt. Der Name: Today Longest with a Length of 1 Million, oder? 1 Million, nee, 18 Million Meters. Ja, das ist doch. Also 18,7 Million Meters. Ganz schön viel. Wir können uns ineinander drehen. Juhu. Schaut lustig aus. Sehr lustig. Hier ist gerade einer mit 19.000, das ist der Platz 1 und der Platz 10 hat 6.000. Diese Punkte sind auch lustig, keine Ahnung, was die eigentlich bedeuten. Ha! Sowas muss sich lohnen. Das war zum Beispiel nicht so lohnenswert, aber es hätte ja sich lohnen können. Hier sind zum Beispiel sehr viele. Finde es aber schön, dass es jetzt schön animiert ist alles. Also was heißt animiert?
sondern hier mit ein paar hier leuchtenden, warte mal, den können wir den Weg abschneiden. Ah, nein, denn ist es doch zu gütig. Ja, guck doch mal, wenn wir hier an diesen lang gehen, wie lang der alleine hier schon ist. Ist ja der Hammer. Ist ja mal der Hammer. 119 sind wir jetzt, Platz 120. Mal gucken, ob wir mit der Zeit hier, wenn wir nichts einsammeln, irgendwas verlieren. Eigentlich nicht, so wie es ausschaut. Die 1000 schaffen wir auf jeden Fall noch. Und ich glaube mal, wenn wir die 1000 geschafft haben, war das mal ein kleiner Eindruck hier. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwie noch einen niederlegen. Oh, Friendly Me ist gerade erster mit 20.000 Metern Länge. Ich glaube, das sind Zentimeter. In Zentimetern angegeben, aber vielleicht gibt es in der Website. Gucke ich da mal nach. Der Link zu dem Spiel ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Ist ein Browserspiel. Oh ja, der hat ganz schön jemand eine Spur gelegt. Nein. Oh, das war jetzt knapp für ihn. Oh, jetzt ist er weg. Aha. Er ist gegen die Barriere gekommen. Oh. Nee, dich kriege ich nicht. Die hauen vorhin ab. Da weiß ich nicht, was die machen. Oh, hier ist ein großer Bunter. Oh, hier ist der große Bunte. Und der Kleine, der kommt ja nicht raus. Ist ja mal lustig. Sieht sehr lustig aus. Ja, der Gelbe ist gleich weg. Ah, das ist der Friendly Me. Friendly Me. Was für ein Ding. Oh, das ist eine große Schlange. Zu groß. Oh. Nein, nein, nein. Aha. Nicht mit mir, mein Lieber. Schlange. Eigentlich ist die Musik für dieses Spiel die beste Musik. Ist entspannt. Regt ihn auch mit der Zeit auf, weil man nichts mehr schafft. Du mach hier so blau-weißer. Schaut sehr lustig aus. Boah, wie viel kommt da noch hinterher? Ich mache jetzt mal einen ganz großen Kreis. Oh, da ist Friendly Me. Die hätten wir jetzt einen Weg abschneiden können, den Friendly Me. Nee, der schneidet uns jetzt einen Weg ab, ne? Müssen wir versuchen, den größten den Weg abzuschneiden. Das sind wieder größte.
Das Spiel muss es ja schon ein bisschen geben, ne? Wir sind jetzt gleich bei 1000. Wenn es der Friendly Me nicht gleich tötet. Ja, da ist er nämlich schon. Jetzt sind wir bei 1000. Sehr schön. Platz 77. Hier spielt viel mehr rum. Guck mal, so ein Klein war mir auch schon mal. Hehe. Unwissend. Ah. Oh. Kurzer Ruckler. Hehe. Es ruckelt ein bisschen hier, wenn das so leuchtet. Das war's von uns. Es ruckelt. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ja, wir sind jetzt aufgelöst. Ja, das war's von uns. Der Kleinste hat uns gemacht. Schade, schade. Da kann er ein bisschen wachsen. Und ich verabschiede mich von dieser Folge. Wir haben es fast geschafft, 1500 zu bekommen. Es hat uns nur noch 0,1 Meter oder 0,1 Zentimeter, wie man es auch nennen möchte, gefehlt. Ich glaube, dies war mal eine kleine Einführung. Was heißt eine Einführung? Ein kleines Let's Show von Slider.io oder Slider.io. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch mal ein Like, deine Bewertung, einen Kommentar vielleicht, wenn ihr es schon kennt. Ne? Einen Kommentar bitte senden. Und sonst wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss. Ich bin Sigt, SSTV vom Südostasiatischen Fernsehen. Und ciao.